Herzlich willkommen zur Pfalz Entkorkt am Köln-Ehrenfelder Küchentisch. Heute ist das Thema Frühlingszeit und das Leben ist rosa. Roséweine sind ein globales Phänomen und zwar ist deren Produktion und Absatz seit Jahren rasant steigend. Die Welt ist durstig, die Welt braucht Rosé. Deshalb nicht lang fackeln, sondern ein Geschenk, zwei Geschenk, drei Geschenk. Und wir beginnen mit der Ruppertsberger Weinkellerei Hoheburg. Die Genossenschaft ist eine der modernsten und bestausgestattetsten Kellereien der Pfalz und liegt mitten in Ruppertsberg. Sie sind 1968 fusioniert aus dem Winzerverein und der Genossenschaft Hoheburg. Jede Genossenschaft ist natürlich nur so gut wie ihre Mitglieder. Bei den Ruppertsbergern sind 86 an der Zahl, die insgesamt 400 Hektar bewirtschaften. So, in der Farbe haben wir schon richtig kräftiges Altrosa. Das heißt, wir haben eine schöne Farbextraktion. Das Ganze wird ein bisschen auf der Maische gelegen haben, bevor es gepresst wurde. Hier recht sortentypisch. Wir sind im Spätburgunderbereich. Feine Gerbstoffe, eine schöne rote Frucht. Das Ganze ist relativ angenehm dosiert, das heißt, wir sind nicht zu süß. Alles auch wirklich gestützt von einem richtig schön lebendigen Säurenerv. Tipptopp tadelloser, blitzblanker Rosé. Fruity. Dieser Rosé ist eindeutig verortet in der Aperitivsituation und dazu reichen wir Shrimp-Canapés mit Dillschmand und Zitrone. So, und es geht heiter weiter. Wir gehen nach Deidesheim zu einem der drei dicken Bs. Weingut von Buhl. 1849 gegründet ist das Privatweingut von Buhl einer zeitlosen Stilistik verpflichtet, lässt sich jedoch hier und da zu einigen Modernismen wie diesem Rosé hinreißen. Das Konzept terroirgeprägter Weine aus besten Deidesheimer und Forsterlagen wird auch hier für den Rosé angewendet. Und es ist nicht etwa ein Saftabzug, der benutzt wird, sondern eigenständiges Rebmaterial, was mit einer Maischestandzeit von 8 bis 14 Stunden arbeitet. Seit 2019 ist Gregor Hofer federführender Kellermeister im zertifizierten Biobetrieb und verantwortlich auch für diesen Rosé Bone Dry, namensgebend natürlich für den trockenen Ausbau. 0,3 Gramm Restzucker heißt, das Teil ist knochentrocken. Denn hier muss man nicht mit Zucker arbeiten. Das wird wirklich gesteuert über die Frucht und die Mineralik, die ihm wirklich hier ordentlich Schub am Gaumen geben. 100% Spätburgunder, 100% Spaß im Glas. Farbe. Ja, hat er auch. Lachsfarben. Bone dry. Was gibt's noch? Ja, zu essen gibt's Sommerrollen mit Grapefruit, Avocado und Kräutern. Vegetarisch. Dünne Reispapierblätter mit Mungbohnennudeln und der Knallerkombi aus Kräutern, Avocado und Grapefruit. So, und es geht weiter ums Eck nach Niederkirchen zum Weingut Scheuermann. Wein, wie er gewachsen ist, ist das Motto von Gabriel und Simon Scheuermann, die ihr Weingut führen ohne Verpflichtung an Traditionen oder Konventionen. Um die Weine so pur und unverfälscht wie möglich auf die Flasche zu bringen, verfolgen sie einen ganzheitlichen Ansatz für das optimale Gleichgewicht für den Ursprung ihrer Trauben, der Reben und der Böden. Dafür bewirtschaften sie ihre Flächen nach biologischen Richtlinien und biodynamischen Elementen. Der Wein ist trüb, ist noch geprägt vom langen Hefelager, ist spontan vergoren im großen Holzfass, lange auf der Hefe geblieben und ist ein wirkliches Ungetüm von einem Rosé. Ungeschönt, ungefiltert, ungeschwefelt. Wir haben ganz klar wieder ein haptisches Erlebnis, wo es sich nicht um die primäre Frucht dreht. 80% Spätburgunder, 20% Merlot haben wir hier. Hat ein schönes Gerbstoffkorsett, wirklich, man kann fast drauf rumkauen. Das ist wirklich Rosé für Erwachsene. Guter Juice, schmackhaftes Getränk. So, und zu unkonventionellem Rosé gibt es konventionelle Klassiker. Und zwar Trois Gros Lachs in Sauerampfersoße. Bam!